Eintracht dieses 1:0. Ja, Sie hören ja den Krach und jetzt das Feuerwerk da hinten in der Fangruppe. Natürlich, es muss reichen. Ich denke, dass sie anfangen wie die Feuerwehr, da müssen wir dagegen halten. Aber wenn sie anfangen wie die Feuerwehr, dann haben wir auch die Möglichkeit zum Kontern. Und ich denke, wenn wir ein Tor machen, dann muss es reichen oder müsste es reichen. Aber wie gesagt, vor dem Spiel ist man so klug. Man ist nach dem Spiel klüger als vorher, das ist auch klar. Okay, Horst, da ist so wirklich die Hölle los. Wie zu Neujahr, Herr Boskop, ja. Der Trainer vom SSC Neapel. Sie sind das gewöhnt, diese Stimmung hier. Ja, wir haben immer gleiche Situation, eine sehr gute Atmosphäre, auch eine sehr sportliche Atmosphäre. Nun haben Sie ja sich auch schon darüber geäußert, dass die drei Yeboah, Okocha und Gaudino nicht dabei sind. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil für Sie? Wir müssen spielen gegen Eintracht. Wir dürfen nicht meinen, wir müssen spielen gegen Yeboah, gegen Gaudino, gegen Okocha. Die drei sind große Fußballspieler, auch Dol. Aber ich meine, wir haben auch unsere Probleme. Fehlt Bogosian und fehlt Cannavaro. Okay, toi toi toi. Und wir, meine Damen und Herren, kommen jetzt zum Spiel. Ihr Reporter wird gleich Gerd Rubenbauer sein. Neapel gegen Frankfurt, präsentiert von ARD und Krombacher. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von unserer Position aus, aus unserer ganz oben liegenden Kommentatorentribüne. Sie haben ganz kurz noch einen Blick auf die Aufstellung erhaschen können, ging ein bisschen sehr, sehr schnell. Italiener, fangen wir mit denen mal an. Taglia, Latella, der Keeper, Luzzardi neu in die Mannschaft gekommen mit der 2. In der Hintermannschaft für den gesperrten Cannavaro. Tarantino auf der linken Abwehrseite, Bordini im Mittelfeld, Bari, der Eckpfeiler, der Routinier ebenfalls im Mittelfeld. Dann, weil es gar so schnell ging, Cruz, der Libero mit der Nummer 6, 7, hängender Rechtsaußen, Buso. Freddy Rincon, der Kolumbianer mit der 8, in die Mannschaft gekommen. Nominell anstelle des verletzten Bogosian, den eben Trainer Boskov angesprochen hat, aber auf anderer Position auf dem Feld. Mit der 9, Agostini, die Sturmspitze. Mit der 10, Carbone. Mit der 11, Pecchia. Die Frankfurter Eintracht, weil es gar so schnell ging am Anfang, noch einmal ganz ausführlich und ruhig. Andi Köpke im Tor, Komljenovic mit der 2, Ralf Weber mit der 3, Dietmar Roth mit der 4, Manny Binz Kapitän, nachdem Yeboah nicht mehr mit dabei ist, mit der 5, Falkenmeier mit der 6, Bindewald mit der 7, Dickhaut mit der 8, Furtok 9, 10 Legat und 11 Becker. Die beiden Neuen gegenüber dem HSV-Spiel für Bomben. Ah, sehr schön, den freien Raum gesucht und gefunden. Und Falkenmeier, Tor! Das ist das Tor, das sie brauchen, die Frankfurter. Das ist fast schon die Vorentscheidung. Und meine Damen und Herren, die Glückwünsche, hier sehen Sie es nochmal, an die Adresse von Falkenmeier. Schauen Sie, hier kommt Falke, sind berechtigt. Denn was haben wir gesagt? Wichtiger Mannschaftsspieler in der Defensive, läuferisch hat er immer noch seine Stärken. Aber die Tore, die hat er früher geschossen und dabei wussten wir alle nicht. Er hat sich diesen Treffer aufgehoben für das so wichtige Spiel hier in Neapel. Falkenmeier trifft wieder und das mit 31 im richtigen Moment. Ralf Falkenmeier 1:0 für Frankfurt. Jetzt fragt keiner mehr danach, wie viele Chancen Neapel in der ersten Halbzeit hatte. Sie haben alle versiebt, das scheint sich zu rächen. 3:1 müssten sie jetzt gewinnen, sonst ist die Eintracht in der nächsten Runde. Durchatmen. Zu nahe.
Zu nahe stand die Mauer der Frankfurter. Wem hat er gelb gezeigt? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, aus der Entfernung von 150 Metern von mir hier oben nicht genau zu sehen. Es liefen drei Mann fast gleichzeitig aus der Freistoßmauer raus. Und in die Richtung hat er einfach die gelbe Karte gehalten. Hat er gepfiffen? Foul an Pexa. Jetzt wird es Herrn van der Ende zu dumm. Nächste Flasche auf dem Spielfeld. Und jetzt holt er sich den Kapitän der Mannschaft des SSC Neapel. Hier kommt Bordin und sagt: Freund, wenn ihr jetzt nicht einwirkt, auch ein bisschen auf eure Fans, dann pfeife ich die Nummer hier ab. Der Linienrichter wird geholt von van der Ende. Leuchtraketen hinter dem Tor von Taljalatela. Und was macht er? Van der Ende kommt mit seinem Linienrichter. Schauen Sie, er ist der Linienrichter nach draußen. Eines zu Ihrer Beruhigung, meine Damen und Herren, der spärliche Haarwuchs des Linienrichters kommt noch nicht von einem der Behälter, die da aufs Feld geflogen sind. Aber er hat natürlich vollkommen recht, der Linienrichter, dass er sich auch beschwert hat. Er lebt gefährlich auf der gegenüberliegenden Seite. Ich muss es leider so sagen, meine Damen und Herren. Genauso war es beim Spiel Milan gegen Salzburg. Wir kennen das aus früheren Zeiten. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin ein großer Bewunderer der heißblütigen Tifosi in Italien, aber es kann nicht die Masche sein in Italien, wenn nichts mehr läuft bei der eigenen Mannschaft, Spiele auf diese Art und Weise beenden zu wollen. Mittlerweile könnte man im Supermarkt ganze Regale füllen mit den Flaschen, die da schon aufs Feld geflogen sind. Glücklicherweise zeigt sich die Eintracht davon total unbeeindruckt. Auch die Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht blieben ganz ruhig auf ihren Stühlen, unbeeindruckt von diesen Vorfällen. Andi Köpke tut das einzig Richtige. Während wir Furtok sehen, ging aus seinem 16-Meter-Raum raus. Leuchtraketen, ein Feuerwerkskörper hinter seinem Tor, im 5-Meter-Raum sogar explodiert. Auch er lässt sich nicht provozieren. Den nächsten haben Sie gehört, hoffentlich zu Hause. Boskov informiert von van der Ende, was Sache ist. Haben Sie gesehen, was der Policano macht? Beim Abschlag von Köpke hält der den linken Fuß nach hinten, die Sohle voll in Richtung Bein. Ist ein großes Spiel würdig hier. Wie Sie sehen, das Stadion